So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Singularity. Oh, da hinten liegt doch Technologie bei dieser schönen Leiche. Kann man... Ah, den kann man betätigen, den Hebel. Gut, also wir kommen da auf jeden Fall sowieso noch rüber. Hier ist... Hier kann man runterfallen. Liegt da was? Nö. Okay, einfach so eine Fallgrube oder was auch immer. Schön. Warte, können wir jetzt... Box hier einmal durchbringen und dann groß. Nee, das klappt nicht. Aber was bestimmt klappt, ist die groß da stehen zu lassen, um rüber zu jumpen. Ja. Okay, habe ich mir schon gedacht. Ja, ich habe das Spiel neu gestartet, deswegen stehe ich auch an der anderen Stelle. So, Muni. Wandskästen schon wieder. Aber wir kriegen schon echt fett viel Zeug in den Arsch geschoben. Ein Waffenkasten wäre halt jetzt noch geil. Notiz. An Oberst Ivanov, Waffenabteilung von Unteroffizier Chertok, Basissicherheit. Oberst Ivanov, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass Dr. Corkin, der Leiter des Teleportationsforschungsteams, gestern Nacht ermordet in seinem Apartment gefunden wurde. Ich frage mich nur, wie der Angreifer in den Raum gelangen konnte. Alle Türen und Fenster waren von innen vernagelt. Oh ja, das klassische Szenario, Mord im hermetisch abgeriegelten Raum. Wir mussten die Tür eintreten, um die hineinzugelangen. Ich halte sie auf dem Laufenden, sollte es nur Informationen geben. Tja, hat noch bestimmt nicht mit Zeitmanipulation oder so gemacht. Was ist das? Vertrauen Sie Barisov nicht. Oh, okay. Vertrauen Sie Barisov nicht. Gut, wir werden skeptisch sein. Wir werden niemanden vertrauen, meine, das sind eh alles Russen. Ja. Gut. Was sagt denn der Waffenschrank? Wir haben keine Technologie, alles klar. Wir könnten auch Muni kaufen übrigens. Eigentlich, glaube ich. Oder auch nicht. Gut, dann nicht. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier weiter? Die Tür ist zu. Kann ich hier irgendwo hoch? Hier nicht. Vertrauen Sie Barisov? Da ist Blut an der Wand. An der Decke. Okay. Jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Nehmen wir die Küste mit. Kann ich hier... Komm mal mit. Kann ich hier vielleicht hoch? Ah, guck mal, da ist ein Leiterstückchen. So, so. Das O und meins. Gut, dann würde ich mal, hey Leichen, würde ich mal sagen. Stopp, sie ruinieren alles. Alles klar, wir machen die Tür auf. Oh ja. Inhalt wird gespeichert. Wir sind jetzt in der Arena, da oben hängt noch einer. So, wir haben Subject Alpha, Alpha ja schon kennengelernt. Ah, willkommen zu... Willkommen zum Bossfight. Was, sie können Anti-Schwerkraft besser. Ah. Hui, er spielt ein bisschen mit dem. Wie toll. Eine geile Einleitung für einen Bossfight auf jeden Fall. Wo ist er hin? Da. Hi, Kumpel. Ich glaube, er muss erst seine blaue Schwachstelle zeigen. Ha. Und bam. Oder wir machen es einfach so. Ja, ja, ja. Ey! Hä? Okay, wir treffen einfach nicht. Oh, okay, scheiße. Wir müssen sie erst fangen und dann schmeißen. Wohl. Oh! Und bam. Der hat eine Panzerung. Jetzt ist er weg, alles klar. Und jetzt können wir drauf schießen. Gut, und auf den blauen Punkt, Mann. Oh, was passiert jetzt? Was ist da rausgekommen? Am Rücken hat er auch was. Gut, alles klar, wir müssen zum Rücken. Wo ist er hin? Ah, jetzt kommen seine kleinen Schergen, alles klar. Ah. Bam. Bam. Ey. Ey. Verreck.
Drecksack. Was macht er jetzt? Was, hat er eine Nahkampfwaffe? Er hat eine Nahkampfwaffe. Lass mich in Ruhe! Ah! Ja, du brauchst ein bisschen, um die aufzuheben, ne? Scheiße, was? Dein Rücken gehört mir. Ah, ah, oder auch nicht. Doch. Haben wir ihn getötet? Nein. Okay. Scheiße. Ah. Au. Alter, wie weit es uns wegschlägt. Ich heile mich mal kurz. So, sicher ist sicher. Gut, er hat schon zwei blaue Stellen. Jetzt ist der Kopf dran. Ah. Erstmal sind die kleinen Viecher dran. Warte, warte, warte. Da. Gut, alles klar. Jetzt ist der Kopf. Was willst du denn? Oder nie? Wo ist er? Ah, schon wieder. Ha, und auf die Birne. Wir haben ihn. Oh, scheiße. Auch geiler Boss. Na, Kumpel. Alles okay. Du siehst so los. Katrin! Oder Catherine, oder keine Ahnung, wie man dich ausspricht. Bringen Sie Catherine zu Dr. Barisovs Turm. Gut, alles klar, machen wir. Erstmal heilen. Oh, geil, Stuff. Warte. Erste Hilfepäckchen. Gut, was? Komm, Gegner. Scheiße. Wo? Von hinten? Alter, ihr Bastarde. Ah, Bastard. Wo ist Catherine? Ach, da. Gut, alles klar. Wir sind Renko. Hä? Ah. Nein, lass Catherine in Ruhe. Drecksvieh. Ja, fall um. Ah, die kommen von hinten. Ja, sperr sie mal aus. Ah, und von vorne. Und von oben. So, ich spreng mal alles. So, lass Catherine in Ruhe. Die Tusse ist voll cool, Mann. Voll korrekt. Ah, da kommen noch mehr, ne? Hui. Hui. Alles klar, komm her. Musste meine Lieblingsmuni aufsammeln. Hey! Arschloch! Okay. Aber wir müssen jetzt alle Seiten irgendwie so abdecken. Vorne, Mitte, hinten. Das gefällt mir gar nicht. Ist er tot? Erstmal Technologie aufnehmen. Ey! Ey! Arschloch. Arschloch. So, hack mal. Ich hab schon, wir beschützen dich. Hack. Ha! Ha! Peng. Gut, alles klar. Aber wir haben eigentlich voll fett Muni für diese Schrotze. Peng. Gut. Alles klar. Boah, wie viele kommen denn da? Wahrscheinlich unendlich. Ja, ich komme. Bin da. Ziel erfüllt. Huh! Bin ich froh, dass wir das erfüllt haben. Okay, Barisov macht irgendwas. Ich sammle Muni. Wir haben alle unsere Aufgaben. Schon unterwegs. Der Zaun ist aktiviert. Dr. Barisov, der Strom ist weg. Rinko, wir müssen sie abhalten, bis Barisov den Strom wiederherstellt. Oh ja, Elektrozaun, cool. Alles klar, verteidigen Sie den Turm. Die Generatoren fahren hoch. Renko, benutzen Sie das ZMG, um die Energieverbindungen am Zaun zu erneuern. Fallt runter! Das müsste uns Zeit verschaffen. Hä? Ja, die stehen einfach in der Luft. Arschloch! Ja, flieg weg. Wir machen es ganz geschickt. Bam! Wir verteidigen den Zaun, indem wir ihn angreifen. Ganz effektiv. Oh, es war schon angehittet. Scheiße. Okay, sie sind drin. Eins. Oh! Vor uns, alles klar. Scheiße. Bam. Gott, wie viele kommen da? Brauchen wir mal kurz Muni.
So, fallt! Oder auch nicht. Fall runter. So, da klettert keiner mehr rüber. Das war ich, Ranko heißt. Scheiße, die kommen von da hinten auch nochmal. Oh, die haben ein Loch freigeschaltet. Können die nicht durchs Loch klettern? Oh Gott, sind es viele. Ja, können sie. Okay. Nein, hier kommt keiner mehr rüber, Mann. Okay, wir greifen die einfach an, wenn sie innen sind. Kann jetzt hier bitte mal der Elektro... Ach so! Ach so, ich kann selber Elektro... Oh Leute, ich bin so dämlich, ne? Ich soll dann mal auch mein Hirn und das ZMG benutzen. So, okay, jetzt läuft der Elektrozaun. Ja, weil jetzt auch so viele Leute da hochkraxeln, ne? Jo, bin da. Betreten Sie Barisovs Turm. Wo, wo? Wo? Ah, hier. Gut, alles klar. Drück den Schalter, Catherine. Catherine? Ah. Ja, die können uns hier wahrscheinlich eh nichts mehr. Geht mal weg. Das war nicht schlechter unten, Ranko. Mhm. Ich muss sagen, du hast auch gute Arbeit geleistet, Catherine. Ach, die ist mir sympathisch. Aber Barisov sollen wir nicht vertrauen. Mein Gott, Sie sind keinen Tag gealtert. Bemerkenswert. Sie auch nicht. Sie haben zweifelsohne bemerkt, dass die Zeitachse verändert wurde. Russland hat die Weltherrschaft und Demitschew ist Kanzler. Ich zeige Ihnen, was aus der Welt geworden ist, nachdem Sie Demitschew aus dem Feuer gerettet haben. Okay, was passiert, als wir ihn gerettet haben? Von dem Moment an, an dem ich das ZMG erfand, wollte Demitschew es haben. Er verlangte, dass ich es ihm für seine Forschungen übergebe. Als ich mich weigerte, ließ er mich und alle anderen, die nicht kooperierten, als Verräter abstempeln. Ohne sie wäre ich wie alle anderen getötet worden. Demitschew war besessen von der Macht und den Möglichkeiten der Singularität. Aber ein paar Monate nachdem sie entstand, gab es einen schrecklichen Unfall. Die Singularität explodierte und Tausende starben augenblicklich. Doch die hatten Glück. Die Überlebenden erlitten Schicksale weitaus schlimmer als der Tod. Ja, das haben wir ja gesehen. Die E99-Strahlung mutierte alles, was auf der Insel lebte. Auch die Menschen. Die Insel wurde unter Quarantäne gestellt und aufgegeben. Aber erst als E99 in Massenproduktion gegangen war und überall, von der Mikrowelle über Autos bis hin zu Waffen, weit wirkungsvoller als Amerikas Atombombe, eingebaut wurde. Auf dem Rücken dieses Erfolgs konnte Demitschew schnell in der Partei aufsteigen, ständig predigend, dass Russland einen technologischen Vorteil hätte. Die Texte da rechts sind einfach nur Buchstaben. Und diesen schnell und gnadenlos nutzen müsste. Das ist einfach nur Buchstaben. War einverstanden. Russland startete einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Die gesamte Ostküste wurde durch eine einzige E-99-Bombe vernichtet. Gleichzeitig wurden Angriffe in ganz Europa gestartet. Deutschland, Frankreich, England. Keiner konnte den E-99-Waffen der Truppen der UdSSR etwas entgegensetzen. Innerhalb von 6 Monaten stand die ganze Welt unter Chruschtschows Kontrolle. Aber nicht für lange. Demitschew nutzte die wachsende Zahl seiner Unterstützer, um Chruschtschow zu entmachten und sich selbst zum Kanzler auf Lebenszeit zu ernennen. Ah, okay. Demitschew ist jetzt der Weltenboss. Alles nur, weil wir ihn gerettet haben. Die Zeitachse hat sich verändert, aber sie kann korrigiert werden. Und die Singularität ist der Schlüssel. Durch sie kam Demitschew an die Macht und die Sowjetunion an die Weltherrschaft. Zerstören Sie die Singularität in der Vergangenheit, korrigiert sich die Geschichte selbst. Doch nur etwas mit gleichwertiger Kraft kann die Singularität zerstören. Die E-99-Bombe, die Chruschtschow haben wollte. Eine davon befindet sich an Bord eines Frachters, der im Hafen explodierte. Nehmen Sie den Aufzug hinunter zur Alten. Komm, wir rauben den aus. Barisov, also der redet jetzt von wegen, wir müssen zum Frachter. Persönliche Auszeichnung, Eintrag 6. Ich frage mich, woher dieser Mann aus der Zukunft kommt. Wie kann das überhaupt sein? Wann kommt er zurück? Ich muss tun, was ich tun kann, damit das bereit ist, wenn er ankommt. Ich bin wieder an meinen alten Forschungen. Anscheinend hat er sich jetzt auch von Zecken und allem möglichen Kleingetier ernährt.
Bah. Na Leute, was geht? Ich komme da nicht rum. Mann, seid ihr arschig. Gut, rauben wir den alten Mann mal ein bisschen aus. Was haben wir denn hier? Oszilloskop. Cool. Barisovs persönlicher erster Eintrag. Ich muss meinen Turm nach dem Vorfall verriegeln. Die Leute sammeln sich vor dem unteren Aufzug an und ihre Gesichter sehen nicht gerade freundlich aus. Ja, oder lebendig. Dritter Eintrag. Ich habe ein Netzwerk aus Kühltunneln gefunden, das die Inselanlage miteinander verbindet. Diese Tunnel verbinden die Höhlen, in denen ursprünglich das E99-Erz verbunden wurde. Warte mal, bevor wir hier zum Waffenschrank gehen. Was gibt's denn noch? Ein bisschen Heilung. Ein bisschen Spinde. Eintrag 5. Dieser Bär hat meine Tochter gehört. Sie ist nicht mehr auf Kator gekommen. Sie blieb bei ihrer Mutter auf dem Festland. Besser so. Mittlerweile ist sie erwachsen und ich frage mich, ob ich jemals sie wiedersehen werde. Falls ja, bringe ich ihr den Bären. Vorerst hilft er mir aber bei meinen Experimenten. Er ist ein guter Zuhörer. Der arme Typ wird verrückt. Eintrag 2. Ich bin jetzt hier, also der hatte 50 Jahre Zeit und hat insgesamt 6 Einträge gemacht. Wow. Ich bin jetzt hier also im Turm und meine Ration geht zur Neige. Ab und an kommt eine einzelne Phasenzecke von unten hoch, vermutlich auf Nistplatzsuche. Man muss sie im Wasser kochen, dazu ein kleiner Löffel meines hausgemachten Antistrahlungsmittels aus Knoblauch, Oregano und ein Kraut, das nur hier auf der Katorga wächst. Und die Strahlung abklingen lässt. Schmeckt nicht mal schlecht. Ja, ich sollte den Aufzug nehmen. Aufzeichnung 4. In Vorbereitung auf den Mann aus der Zukunft habe ich spezielle Stationen überall auf der Insel eingerichtet, um ihm zu helfen. Dimitchev zu besiegen. Hoffentlich kann er sie gebrauchen. Aber der auch an den ganzen Zombies vorbeigekommen ist, ne? Technologie. Geil, geil Schnieke eingerichtet hier. Gut, nutzen wir noch einmal kurz den Verbesserer. Scharfschütze, Verband. Impuls. ZMG. Luftlänge anhalten wird jetzt, glaube ich, ganz praktisch. Und was soll's? Einmal die ZMG-Energie. Wir haben nicht so viele Probleme irgendwie. Gut. Welchen Aufzug soll ich... Achso, soll ich nochmal runter? Ah, cool. Gut. Dann auf... zu dieser mordenden Meute, die uns da unten eigentlich wieder erwartet. Kommt ein Szenenwechsel? Das ist ja Wasser. Nee, kommt nicht. Gut. Ah, hier haben wir noch ein Upgrade. Okay, holen wir uns das noch schnell. Ich weiß nicht, warum manche Sachen gerendert werden und manche nicht. Ist halt irgendwie so. Das holen wir noch und dann passt es danach für den Part. So, neue Schräubchen. Yay! Kleine Blinklichter. Cool. Was haben wir jetzt? Blockierer. Drücken und halten Sie E, um einen Blockierer abzustellen. Ah, die Chrono-Energie. Ah. Das können wir auch klein und groß machen. Gut, neues Element. Werden wir dann im nächsten Part mehr dazu erfahren. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.